Und herzlich willkommen zum vierten Community Game. Und zwar spielt dieses Mal Kohärenz gegen Varum YouTube. Und beide picken, also Kohärenz pickt Blitzcrank und Varum hat ja auch gerade Blitzcrank im Sinn. Das wäre das erste Mal, dass beide den gleichen Champion spielen würden. Das würde mich ziemlich freuen, weil das ist ein lustiges Duell. Beide sind übrigens unranked, glaube ich, mittlerweile, ja. Ich glaube, beide sind unranked. Oder Tundermeer ist ja auch gerade im Sinn. Ja, mal gucken, wie die beiden sich hier entscheiden, welche Champions. Blitzcrank gegen. Ah, jetzt zeigt er hier, der Varum seine ganzen Champions. Möchte Eindruck schinden damit. Ich vermute mal, dass Tryndamere, ja. Es wird Tryndamere. Tryndamere gegen Blitzcrank. Tryndamere mit Flash Ignite. Blitzcrank mit Flash und diesem Schneeball. So, wir sehen uns dann im Game wieder. Sind wir in der Runde drin und zwar spielen jetzt, wie gesagt, Kohärenz gegen Varum YouTube. Und ja, Blitzcrank gegen Tryndamere. Von den Items her, Blitzcrank kauft sich als allererstes Schienen und Schuhe. Während Tryndamere sich Dorans Klinge, Schuhe und zwei Pots holt. Mal gucken, wer sich hier durchsetzen kann. Ich weiß es noch nicht. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Game. Beide sind unranked und wir befinden uns hier gerade im 16. Finale. Sprich, der Gewinner kommt dann ins 8. Finale und würde dann, weil das Spiel schon ausgetragen worden ist, gegen Synchro spielen, der ja, wie ihr im ersten Video gesehen habt, gewonnen hat. Ja, hier Blitzcrank trappt erstmal und trifft den Hook. Tryndamere hat erstmal Angst, obwohl er ihn meiner Meinung nach besser tragen könnte als ein Blitzcrank, weil Tryndamere mehr Damage macht. Aber Tryndamere geht erstmal zurück und möchte nicht zu viel riskieren. Ja, beide erstmal ziemlich passiv. Beide haben ziemlich viel Respekt voreinander. Könnte noch ein bisschen dauern. Aber spätestens, wenn der erste Turm eingerissen ist, ist das Game auch over. Ab Level 6 ist Tryndamere einfach ein Monster, was 1v1 angeht. Weil er einfach seine Ultimate hat und damit richtig gut traden kann. Blitzcrank geht relativ offensiv. Tryndamere dasht erstmal weg. Macht jetzt sein W. Jetzt kann der Blitzcrank gucken, trifft ihn auch, nice. Ah, kriegt noch einen Tower-Schuss der Blitzcrank und das Thunderlord durch die Passive von Blitzcrank. Guter Trade hier von Blitzcrank. Aber Tryndamere kann sich hochhehlen, was ein Blitzcrank eher nicht machen kann. Deswegen bin ich der Meinung, dass Tryndamere hier gerade zu den 1v1s auf der ARA-Map einer zu den Top-Champions bis jetzt gehört, den wir bis jetzt gesehen haben, mit Gnar und Lee Sin von mir aus auch noch. Die sind alle drei gute Champions. Oh, jetzt kann der Hook, ja, er Hook trifft. Jetzt muss er ulten, der Tryndamere. Er ultet und kriegt noch das Ignite, ne, er setzt das Ignite auf Blitzcrank. Hat der Blitzcrank gut gemacht, hat den richtigen Moment den Hook gesetzt und Tryndamere war erstmal ziemlich im Bedrängnis, musste ulten. Aber dafür hat Tryndamere seine Ulti. Er muss jetzt einfach nur ein bisschen passiver spielen und wieder die Lane reinpushen und nicht sterben. Und dann, oh, jetzt lässt er sich schon wieder grabben. Blitzcrank jetzt hier im Fight gegen Tryndamere, Tryndamere und Blitzcrank mit der Ultimate. Blitzcrank haut ab, weil Tryndamere AD ist. Der macht halt ein bisschen mehr Damage. So, Tryndamere nimmt immer schön. Oh, da trifft der Hook noch den letzten. Jetzt hat Blitzcrank echt Probleme. Oh, ganz knapp hier. Hätte er Tryndamere den töten können, hätte er geflasht, wäre der tot da gewesen von Blitzcrank. So bleibt es aber immer noch beim 0:0. Oh, die Ultimate sitzt. Macht Damage. Oh, jetzt ist der Hook da. Und Tryndamere hat wieder zum Glück gerade seine Ultimate gehabt und vielleicht sogar noch. Okay. Hatte Tryndamere wieder Glück, dass seine Ultimate seinen Arsch rettet. Ein sehr, sehr spannendes Game hier. Und immer noch alles offen. Jetzt der Blitzcrank-Hook. Tryndamere gegen Blitzcrank jetzt im Nahkampf. Tryndamere hat Damage kassiert, kriegt sogar noch das Hierteil. Meiner Meinung nach ein besserer Trade für Tryndamere, nicht für Blitzcrank, da er noch dieses Hierteil bekommen hatte. Sonst wäre Blitzcrank besser aus dem Fight rausgegangen. Blitzcrank ist sogar jetzt schon ein Level höher als Tryndamere, obwohl Tryndamere vorhin ein Level höher war. Oh, jetzt geht er ran, der Blitzcrank hat schon seine Ultimate verbraucht, er hat keine Ultimate mehr. Tryndamere macht zwei Auto-Attacks, aber da passiert noch nicht wirklich viel. Die Tower stehen immer noch als ein super, super langes Game. Ja, meiner Meinung nach ist immer noch einfach ein Push in die Lane, Damage am Tower machen. Jetzt trifft der Hook trotz Dash. Tryndamere ist gleich gezwungen zu ulten, oder? Er ultet sogar noch. Obwohl es eigentlich gar nicht nötig wäre, weil er den ganzen Kombo schon rausgehauen hat, der Blitzcrank. Aber sicher, sicher. Immer noch 0:0 nach 11 Minuten.
Tower, wie gesagt, immer noch nicht ein bisschen angeknackst. Ein sehr, 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 sehr mühsames Game hier gerade. Blitzcrank kann halt super die Wave clearen. Jetzt der Hook mit dem Dash schon verbraucht. Beide gehen rein. Das Ignite ist rausgezündet von Tryndamere. Ein bisschen Damage zu machen. Half-Life Blitzcrank gegen Half-Life Tryndamere. Aber Tryndamere kann sich halt wieder hochheilen. Geht jetzt offensiv rein. Jetzt kommt der Hook. Tryndamere hat Ultimate parat. Brauchst. Jetzt ultet er einfach ohne Grund. Okay. Der ganze Damage war schon raus. Jetzt Blitzcrank geht offensiv. Da ist der Flash draußen. Kriegt er noch das Hitter? Er kriegt das Hitter. Jetzt kommt der Schneeball. Aber er traut sich nicht, der Blitzcrank. Wäre dann unter dem Tower gewesen und das wäre sein Todesurteil gewesen, hat er sich richtig entschieden. Immer noch kein Kill. Immer noch 0 zu 0. Jetzt geht Blitzcrank offensiv. Tryndamere Dash dran. Okay, Blitzcrank setzt Ultimate. Aber immer noch ein. Jetzt kommt noch der Hook. Tryndamere hat keine Ultimate parat. Aber kann jetzt wieder wegwerfen. Jetzt Blitzcrank geht auch rein mit dem Doppel-F. Hätte er sich trauen können, vielleicht noch ein, zwei Autotech setzen, bevor er das Heater bekommen hätte. Jetzt Tryndamere trifft sein W. Tryndamere könnte einfach mal. Oh, er hat jetzt Ultimate parat. Tryndamere. Jetzt setzt er keine Ulti ein. Entsprechend mutig hier der Tryndamere, der War Room YouTube. Ist sich sicher, dass der Damage nicht ausreicht von Blitzcrank und braucht gar nicht ulten. Manchmal ultet er in komischen Situationen, wenn der ganze Damage schon raus ist. Und manchmal auch gar nicht, wie jetzt hier. Oh, jetzt. Jetzt geht er rein. Hat die Ultimate noch aufgesetzt. Blitzcrank hat noch sein Schild. Jetzt. Ja, da ist das First Blood für Blitzcrank. Danke an beide. Haben gut gespielt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao.